Eine Insel voller Bäume ragt aus tiefem Tagebau, dazu Bagger und ne Eisenbahn im Loch, soweit ich schau. Wo kann man die Insel finden? Ringsherum ist Baggerland. Jeder sollte sich die ansehen, ist das manchmal auch riskant. Wie könnt so eine Insel heißen, die man plant ohne Verstand? Ohne drüber nachzudenken, nur aus Gier, die nicht verschwand. Sicher würde die am besten nach dem Büttel doch benannt, der sich RWE verkauft hat, also Armin Laschet Land. Eine Insel, eine Insel. Ah, da, nein, keine Insel. Eine Insel, eine Insel. Ah, da, nein, keine Insel. Eine Insel ragt nach oben aus dem Tagebau hinaus, und ein Wald mit toten Bäumen sieht nicht mehr lebendig aus. Und ein Stromkonzern, der baggert diesem Wald das Wasser ab, und wer auf dem Inselrand steht, fällt ins Kohleloch hinab. Wie könnt so eine Insel heißen, die man plant ohne Verstand, ohne drüber nachzudenken, nur aus Gier, die nicht verschwand. Sicher würde die am besten nach dem Büttel doch benannt, der sich RWE verkauft hat, also Armin Laschet Land. Eine Insel, eine Insel. Ah, da, nein, keine Insel. Eine Insel, eine Insel. Ah, da, nein, keine Insel. Eine Insel soll entstehen aus dem alten Bürgerwald. RWE plant das Verbrechen auch mit Polizeigewalt. Der Ministerpräsident von RWE, der Laschet heißt, läuft am Nasenring von RWE, wenn er das Land bescheißt. Wie könnte so eine Insel heißen, die man plant ohne Verstand, ohne drüber nachzudenken, nur aus Gier, die nicht verschwand. Sicher würde die am besten nach dem Büttel doch benannt, der sich RWE verkauft hat, also Armin Laschet Land. Eine Insel, eine Insel. Ah, da, nein, keine Insel. Eine Insel, eine Insel. Ah, da, nein, keine Insel. Eine Insel, die bewohnt wird in den Bäumen hoch im Wald. Mancher Baumbewohner hat sich in den Kronen festgekrallt. Herbert Reul, der andere Büttel, der die Polizei befiehlt, den Menschen hier in NRW einen Wald zum Leben stiehlt. Wie könnte so eine Insel heißen, die man plant ohne Verstand, ohne drüber nachzudenken, nur aus Gier, die nicht verschwand. Sicher würde die am besten nach dem Büttel doch benannt, der sich RWE verkauft hat, also Armin Laschet Land. Eine Insel, eine Insel. Ah, da, nein, keine Insel. Eine Insel, eine Insel. Ah, da, nein, keine Insel. Eine Insel mit zwei Zwergen und mit RWE Geheul. Wer erkennt die beiden Zwerge, sind das Laschet und der Reul. Zwischen lauter toten Bäumen von der Polizei bewacht, und mit sinnloser Enteignung man sich künftig strafbar macht. Wie könnte so eine Insel heißen, die man plant ohne Verstand, ohne drüber nachzudenken, nur aus Gier, die nicht verschwand. Sicher würde die am besten nach dem Büttel doch benannt, der sich RWE verkauft hat, also Armin Laschet Land. Eine Insel, eine Insel. Ah, da, nein, keine Insel. Eine Insel, eine Insel. Ah, da, nein, keine Insel. Und behaupten Reul und Laschet, dass sie keine Zwerge wären, sind sie laut, nur weil man sie leicht übersehen kann von fern. Wenn die beiden voreinander so auf Augenhöhe stehen, können sie sich als abgebrochene Riesen auch nicht übersehen. Wie könnte so eine Insel heißen, die man plant ohne Verstand, ohne drüber nachzudenken, nur aus Gier, die nicht verschwand. Sicher
Da würde die am besten nach dem Büttel doch benannt, der sich RWE verkauft hat, also Armin Laschet-Land. Eine Insel, eine Insel. Ah, da, nein, keine Insel. Eine Insel, eine Insel.